Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fata Morgana Box von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fata Morgana aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ flache Box. Hier oben lesen wir einmal Banger Musik präsentiert. Casey Rebel Fata Morgana. Und das Ganze ist in so einer Sandsturm-Wüstenoptik. Also sieht hier aus wie verschiedenfärbige Sandkörner. Und die Schrift hier auf dem Boxdeckel ist geprägt. Also hier kann man wirklich drüber fahren, das spürt man. Dann haben wir hier unten auch nochmals Casey Rebel Fata Morgana stehen. Rechte Seite Sand. Oberseite Interpret und Albumtitel. Linke Seite Sand. Und auf der Unterseite auch wieder komplett in dieser Sandsturmoptik. Und dann haben wir hier noch einen Barcode und Credits. Gut, das Ganze keine reguläre Clubbox, sondern der Deckel lässt sich abnehmen. Von innen schwarz das Ganze. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, einen Tourflyer bzw. Infoflyer. Einmal die FSK-Hinweise, eine Autogrammkarte, ein Sticker, ein Poster, ein Wackelbild. Dann haben wir hier in diesem Schaumstoff eingefasst einmal so ein Schächtelchen hier, der Banger-Stick, also der Casey Rebel Selfie-Stick. Und dann haben wir hier das Herzstück, nämlich das Album an sich im Digipack. So, die Box eben mit diesem Schaumstoff ausgekleidet. Der ist hier festgeklebt. Hier hat das Ganze dann seinen Platz gefunden. Lassen wir mal so drinnen. Machen die Box mal wieder zu. Und dann starten wir direkt. Wir haben nur das Shirt in Folie. Alles andere schon mehr oder weniger ausgepackt. Wir werden das Shirt mal aus dem Plastik befreien. So. Gut, dann starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Casey Rebel abgebildet und hier auch wieder der Sand als zentrales Element mit dabei. Sowohl am Kopf als auch hier am Oberkörper sieht es aus, als würde der Sand gerade weggetragen werden von seinem Körper. Windstoß oder was auch immer das verursacht hat. Casey Rebel, Fata Morgana lesen wir hier. Auch auf der Seite. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Farid Bang, Xavier Naidoo, Mo Phoenix, Maxim, Summer Jam, Kurdo, PA Sports und noch ein Bonustrack mit dem gesamten Banger Musik Camp. Inklusive zwei CD, zwei DVD. Bedeutet, wir werden hier dann vier vorfinden. Und dann haben wir hier noch Credits und Barcode. Und hier an der Seite lesen wir nochmal Interpret und Albumtitel. Wie gesagt, das Ganze ein Digipack. Bedeutet, das geht hier aufzuklappen. Hier haben wir auch nochmals Casey Rebel, Fata Morgana und Banger Musik. Und dann haben wir hier zwei CDs, Booklet und zwei DVDs. Wir starten mal mit dem Booklet. Auch hier wieder Casey in dieser Sand, in dieser Dünenoptik. Die ersten vier Tracks, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das produziert hat. Zieht sich jetzt so vom Design her durch. Gefällt mir echt gut. So von den Fotos und von der verwendeten Farbe und auch die Schrift ist echt, echt gut anzusehen. Jawohl. Und dann haben wir hier noch die drei anderen CDs bzw. DVDs aufgelistet. Und zum Abschluss die Credits. Banger Musik. Und auch hier unter dem Booklet kommt nochmal Casey Rebel Fata Morgana zum Vorschein. Machen wir das wieder rein. So, dann haben wir hier einmal die CD Nummer 1. Das ist die Album-CD. Sieht so aus. Dann haben wir die Instrumental-CD. Sieht genauso aus, nur mit dem Zusatz hier CD 2 Instrumentals.
Dann haben wir DVDs, zwei an der Zahl. Und zwar haben wir einmal die Casey Rebel Live DVD. Und hier haben wir auch den FSK 16 Hinweis. So sieht das aus. Und dann haben wir eine zweite DVD. Und das ist die Casey Rebel Tour Doku. Und diese ab 6 Jahren. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Schönes Digipack. Ja, wie gesagt, zu diesen FSK-Hinweisen hier nochmal dieser Zettel zur Aufklärung. Ich glaube, die meisten wissen, was es damit auf sich hat. Dann haben wir mit dabei einmal so ein Wackelbild. Und zwar verändert sich hier entsprechend der Sand. Also Casey Rebel, Fata Morgana, so sieht das aus. Habe ich auch, glaube ich, noch nie in einer Box gehabt, so ein Wackelbild. Schön gemacht, quadratisch. Dann haben wir einen Tourflyer zur Fata Morgana Tour 2015. Das waren die Dates. Und auf der Rückseite noch Werbung für die Rebel Lounge. Gibt ja mittlerweile einige Standorte. Hier sehen wir den aus Stuttgart und den aus Köln. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es ja ein oder zwei Städte, die da noch dazugekommen sind. Ein Sticker ist mit dabei im Querformat. So sieht das aus. Casey Rebel, Fata Morgana. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diese ebenfalls im Querformat. Auch hier wieder dieses Sandfoto und Casey Rebel mit schwarzem Stift unterschrieben. Rückseite, wie man es von diesen Banger-Autogrammkarten kennt. Die Social-Media-Auftritte bzw. SMS-Audio-Werbung. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir hier einmal Casey Rebel in schwarzer Lederjacke mit Zigarette. So sieht das aus. Und dann haben wir auf der Rückseite nochmal das Coverfoto von Fata Morgana. Also hier lesen wir wieder Casey Rebel und Fata Morgana. Und hier eben Casey Rebel wieder in dieser Sandoptik. Also beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat. Klappen wir das Ganze mal wieder zusammen. Und dann haben wir noch ein sehr besonderes Extra. Das habe ich in einer Box noch nie gesehen. Muss auch ehrlich sagen, ich habe generell mit sowas noch nie zu tun gehabt. Und zwar lesen wir hier Casey Rebel Fata Morgana Banger Stick. So sieht das aus. Und hier haben wir noch eine detaillierte Beschriftung, wie das Ganze zu handhaben ist. Hier mit Fotos erklärt. Und zwar haben wir es hier zu tun mit dem... Okay, dürfte sich ein T eingeschlichen haben, denn hier lesen wir Artikelnummer Bangert, also T, Bangert, Selfie-Stick. Die Adresse von Banger Musik. Das Ganze geht dann hier oben auf. So, und zwar haben wir dann hier einen Selfie-Stick inklusive so einem kleinen Kabel. Das ist einmal hier mit USB dann anzuschließen. Und hier kann man den dann aufladen. Wir haben hier noch so eine Schlaufe mit dabei, so eine Handgelenksschlaufe. Kann man natürlich auch abnehmen, also das kann man hier dann aufmachen und die Schlaufe entfernen. Jetzt ist nur die Frage. Genau. Also das Ganze ist dann wie so ein Teleskop zum Ausziehen. Wir haben hier den schwarzen Griff, der ist hier so mit Gummi überzogen, also kann man auf jeden Fall gut festhalten. Hier lesen wir dann in weißer Schrift wieder Casey Rebel und dann haben wir hier einmal den Knopf, den Auslöser. Und hier ist dann die Vorrichtung, um das Telefon, um das Handy zu befestigen. Moment. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Telefon hierher nehme, dann würde man das... Moment. Ich glaube hier auf, jawohl, hier dann aufziehen
Und dann kann man das entsprechend dann einspannen. So. Dann haben wir hier diese Schraube, um das Ganze zu fixieren. So. Dann ist das Ganze fixiert, je nachdem. Und dann kann man dann hier entsprechend dann Fotos machen. Der Stab geht echt, echt lange auszuziehen. Also das ist gut und gerne ein Meter hier. Und das Ganze funktioniert, soweit ich das jetzt überblicken kann, mit einem Bluetooth, mit einer Bluetooth-Verbindung. Wie gesagt, man muss das hier aufladen und dann kann man das wie so einen Wireless-Speaker oder so mit dem Handy verbinden und dann entsprechend mittels dieser Taste hier auf den Auslöser zugreifen. Gut, ich bin generell jetzt kein großer Fan von Selfie-Zubehör, Selfie-Sticks, also ich habe mit sowas wenig bis gar nichts zu tun. Von daher, ja, werde ich diesen eher nicht verwenden. Und zusätzlich haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses passend zu diesem ganzen Sand in beige gehalten. Also glatt beige und hier auf der Seite, auf der Unterseite lesen wir dann Fata Morgana in schwarz. Neckprint haben wir keinen. Wir haben auch die Rückseite sonst nicht bedruckt. Beige, blank. Und das Ganze ist von der Optik sehr interessant, weil die Ärmel sind so etwas spezieller. Also hier so mit so einem ganz dünnen Saum. So sieht das aus. Und das Ganze ist, wie man es von Banger Musik kennt, nicht irgendwie Gilden, sondern so mehr oder weniger Merch-Qualität. Banger Musik lesen wir hier. Druck nicht bügeln, 30 Grad Wäsche, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir unten noch einen Zettel drin haben, aber ich befürchte, nein, da ist kein Zettel mehr drin, der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, wo das Ganze hergestellt wurde, was das für ein Material ist. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das beige Shirt mit diesem Fata Morgana Schriftzug unten an der Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so mein Stil. Beige, ja, beige Hosen und sowas, okay. Aber bei Shirts ist die Farbe nicht so meins und auch der Aufdruck ist jetzt, finde ich, nicht so gelungen. Da hätte ich lieber irgendetwas im Brustbereich oder im Bauchbereich gehabt, aber so ist mir das Shirt eindeutig zu langweilig. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, ich nehme mal an, Größe L wird das sein. Dann haben wir den Selfie-Stick inklusive dieses Ladekabels, eine Autogrammkarte, einen Sticker, ja, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt bezeichnen würde, aber diesen Tourflyer, dieses Wackelbild, das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Querformat. Und natürlich das Album an sich in diesem wunderbaren Digipack. Und das kommt mit inklusive Instrumental-CD, Tour-DVD und Tour-Doku-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Fata Morgana von Casey Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.